Episode 1, die dunkle Bedrohung. Kapitel 2, Invasion von Naboo. Die Handelsföderation hat mit dem Angriff auf den friedlichen Planeten Naboo begonnen. An Bord des Landungsschiffes landen Qui-Gon und Obi-Wan gemeinsam mit den Invasionstruppen auf Naboo. Sie müssen die Verteidiger des Planeten finden, bevor es zu spät ist. Okay, das überspringen wir jetzt auch wieder, weil, ja. Ein paar Minuten wäre, aber egal. Fällt ja auch gar nicht auf, Digga. Bruder. Fällt ja auch gar nicht auf, Digga, dass sie da jetzt standen. Nein, natürlich nicht. Ich mache hier alles, weil alles, was man hier macht, kann easy peasy. Also, wenn man ein bisschen schneller wäre, wäre das auch geil. Ich habe, also kriegt man vielleicht so eine Mini-Kit. Wenn man das hier macht. Oder nur Geld. Ach, egal. Ja. Die Droiden halt wieder mal. Der Baum einfach. Lego-Baum. Normaler Baum. Seht ihr die Bäume? Ach, ich sehe den Baum hier gar nicht richtig. Wie die einfach alle herumrennen, wahrscheinlich. Da! Perfekt, das hätte man auch mal warten können. Aber okay. Perfekt. Sehe ich genauso. Einfach fast überfahren, Digi. Perfekt. Okay, jetzt wieder. Ach, egal. Na, lassen wir diesen Typen sein. Machen wir es. Okay. Ich wusste, dass er so hoch springen kann. Ich hab's irgendwie geahnt. Was kann der eigentlich? Kann der auch fighten? Nein, der kann gar nicht fighten, Diggi. Aber macht irgendwie auch Spaß, mit dem hier zu spielen. Der kann so hoch springen. Jibi. Perfekt. Nur Kopf haben zu. Der kann. Der kann ja wirklich gar nichts. Minikit? Herr Profi? Wir sind jetzt hier wieder in der Mission. Mini-Kit. Da wären wir schon bei 2. Das gefällt mir natürlich. Oh
okay, der macht ja ganz andere Faxen. Ja, ja, alles blaue, perfekt. Ah, ah, ah. Hab ich alle. Ach, egal. Ich glaube, ich habe einen verloren oder so. Hier hinten ist irgendein Power-Up. Also dieses Licht, diese Lichtschwerfarbe gefällt mir, aber dieses andere. Das sieht wirklich, wirklich nice aus. Zack, zap, zarab. Zack, zarab. Schon drei? Perfekt, Digga. Auf dieses ganz einfache angelehnt. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Und jetzt? Wir sind sicher. Also das Wechseln ist ein bisschen schwierig von früher. Dieses ganz nahe Dreiecksgedöns geht mir so auch ein Pisser. Kommt die auch hoch? Ja, ich glaube eben nicht. Immer die wählen, weil der andere kann sich ja nicht wehren. Also wisst ihr, es klingt vielleicht jetzt idiotisch, aber ich frage mich jetzt schon, wie ich die Pfanne es nachher mache. Wie? Ja, ich weiß ja. Komplett weirdes Thema irgendwie, aber ich frage mich halt wirklich. Oha, ja schon. Ah, schon vier, Digga. Wetten, wenn man alle Blumen hoch macht, kriegt man auch einen. Ich weiß es einfach. Es ist so offensichtlich, dass es offensichtlich ist. Aber egal. Machen wir da alles nach oben. Ein wenig Geld einsammeln. Bam, bam. Die sind keine Bedrohung für uns. Gehen wir ins Wasser. Dirr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